Das ist jetzt lebensbedrohlich. Ansonsten ist natürlich Alkohol. Bin am Ende mit meinem Leben quasi der allererste Schritt, die kritischen Blutungen. Oder sie wurde der Länge. Alles, was heil ist, kann natürlich kaputt gehen. Groß genug ist ja relativ. Oder, was machen Sie da? Vielleicht sollten wir da nochmal drüber reden. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge vom Sanitäter Fresh Up. Heute geht es um eine brandneue App, die die Berliner Feuerwehr herausgebracht hat, nämlich die App Katretter, die. Aufgabe dieser App ist es, tatsächlich Ersthelfer zu Reanimationen zu bringen, um dort zu unterstützen, bevor der Rettungsdienst eintrifft. Und was genau es mit der Reanimation auf sich hat, das sagt uns Nils jetzt nochmal kurz. Ja, hallo, ich bin Nils. Genau, Reanimation, wir rekapitulieren das kurz einmal. Ne? Klassischerweise, das Herz pumpt und befördert das Blut dann fröhlich durch unser Herz-Kreislauf-System. Ja? Dabei bringt es vor allem eben Sauerstoff in die Organe. Beim Herz-Kreislauf-Versagen dann passiert was? Naja, beim Herz-Kreislauf-Versagen bewegt sich dieses Blut aus irgendeinem Grund nicht mehr. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ja? Was passiert ist dann, dass die Organe einzeln nacheinander ersticken. So, da gibt es Organe, die können das ganz gut ab. Ja? Das ist zum Beispiel die Haut. Ja, die findet es jetzt schon nicht schön, aber die kommt dann eine ganze Weile mit klar. Ja? Und es gibt Organe, die können das nicht so gut ab. Unter anderem, und damit relativ wichtig leider, unser Gehirn. Unser Gehirn hält das circa 2 Minuten aus. Ja. Danach hat es Schäden, die irreversibel sind. Sagt man so, Pi mal Daumen, 2 Minuten. Ja. Die irreversibel sind, die also nie wieder weggehen. Das ist blöd. Diese Schäden werden immer schlimmer und führen im Zweifel dann eben auch zum endgültigen Versterben eines Menschen. Wenn wir jetzt also sagen, wir wollen reanimieren, dann müssen wir dafür sorgen, dass dieser Kreislauf irgendwie aufrechterhalten wird. Ja, wir müssen eine Art Ersatzkreislauf machen und das machen wir eben über die thorakalen Kompressionen, wie es so schön heißt. Mittig in eine Brust kräftig drücken, will er damit sagen. Ja, richtig. Ja. Und der digitale Hilferuf ist dann quasi das, was die Katretter-App darstellt, dass die Feuerwehr versucht, eben Zeit zu überbrücken. Ja. Mittig in die Brust. Wie gehen wir also dann nochmal ran? Wir rekapitulieren vielleicht auch das nochmal kurz. Wenn da jetzt jemand liegt und wir kommen dahin, nähern wir uns dem natürlich, wir achten auf Eigenschutz, ja, gucken uns die Lage so ein bisschen an. Wenn dieser Mensch bewusstlos ist, also er reagiert erstmal nicht spontan auf uns, dann sprechen wir den mal deutlich an. Ja, ihr kennt das Disco-Schema vielleicht noch, die 3 A's. Ja. Erst anschauen, jetzt sind wir beim Ansprechen. Wenn er auf Ansprache nicht reagiert, dann dürfen wir da gerne auch mal so ein bisschen grob anfassen. Ja, ich mache das jetzt aus Corona-Gründen bei Nico nicht vor, aber so ein bisschen grob anfassen. Ja. Wenn der Mensch darauf nicht reagiert, wissen wir schon mal, dass dieser Mensch bewusstlos ist. Jetzt steht quasi für uns nur noch eine Frage im Raum. Atmet oder atmet nicht? Ja. Auch daran werdet ihr euch hoffentlich noch erinnern. Was jetzt folgt, ist also, wir überstrecken deutlich einmal den Kopf. Ja. Ein Freund von uns hier sagt immer, bis der Kopf hörbar einrastet. Vielleicht ein bisschen sehr krass, aber deutliches Überstrecken des Kopfes. 10 Sekunden lang hören, atmet er noch oder nicht. Wenn er nicht mehr atmet, dann wissen wir, jetzt heißt es wirklich drücken. Ja? Oberkörper frei machen, beide Hände mittig über den Brustkorb auf das Brustbein, 5 bis 6 Zentimeter tief drücken, 5 bis 6 Zentimeter wieder hochkommen und das 2 mal pro Sekunde, also so 100 bis 120 Schläge pro Minute insgesamt. Ja? Das ist Reanimation. Genau, und die Frage ist jetzt, wie läuft das Ganze ab, wenn man diese App hat? Was sind da eigentlich so die Schritte, die passieren? An sich, irgendwo kommt es zu so einem Kreislaufstillstand und eine Person alarmiert die Feuerwehr. Die Feuerwehr stellt fest, oh, Kreislaufstillstand, wir müssen handeln und schickt ihre eigenen Kräfte los. Und jetzt eben über dieses neue System werden auch Ersthelfer dazu alarmiert. Also das wäre dann ich mit meiner App. Das heißt, ich sitze hier, tue gerade irgendwas anderes und dann kommt der Alarmton meiner App und sagt, da ist eine laufende Reanimation. Und die App fragt mich, kannst du jetzt helfen? Und je nachdem, ob ich kann oder nicht, gebe ich das dann auch an. Kann natürlich sein, dass man gerade auf kleine Kinder aufpassen muss oder irgendwie anderweitig beschäftigt ist. Nicht jeder kann immer und überall helfen aus dem Nichts heraus, das ist völlig klar. Aber wenn man kann, gibt man halt in dieser App an, ja, ich kann helfen und kriegt dann im Prinzip ein Routing, also eine Navigationshilfe mit Karte und allem, was dazugehört, wie man eben an diese Einsatzstelle kommt. Und man kann sich auf dieser App sogar eine Art digitalen Helferausweis anzeigen lassen, um halt den Menschen, zu denen man eilt, zeigen zu können, guck mal hier, ich bin von der Feuerwehr geschickt worden, ich bin da, um zu unterstützen. Geht also so bis zur Einsatzstelle, klickt dann auch auf der App, dass man an der Einsatzstelle eingetroffen ist und macht dann im Prinzip vor Ort genau das, was Nils gerade beschrieben hat. Man leitet die Reanimation ein oder eben unterstützt bei einer Reanimation, die möglicherweise schon eingeleitet wurde, eben bis der Rettungsdienst kommt. Und das ist eigentlich auch schon alles, was sich hinter dieser App verbirgt. Jetzt bleibt nur noch eine Frage, was nehme ich mit?
Idealerweise, wir haben Corona, einen Mundschutz im Moment. Ja? Grundlegend schadet das ja nie. Und wenn ihr es dabei habt, vielleicht noch ein paar Handschuhe. Ja? Mehr brauchen wir nicht. Ich brauche keine Sanitasche, ich brauche kein Intubationsbesteck. Es geht ums Drücken. Kreislauf ersetzen, drücken. Dafür seid ihr da. Ja? Viel mehr brauchen wir nicht. Nö. Und ihr müsst euch auch tatsächlich keine Sorgen um Fragen zum Beispiel von Schäden oder Dingen, die kaputt gehen, machen. Ihr seid in dieser Tätigkeit als Ersthelfer oder Ersthelferin versichert über die Unfallkasse des Landes Berlin. Also da gibt es einen umfassenden Versicherungsschutz und tatsächlich auch Angebote zur Einsatznachsorge, um euch so ein bisschen zu betreuen. Also da gibt es auch von der Feuerwehr super Feedback zu Kommunikationsmöglichkeiten. Wir verlinken euch auch alle wichtigen Infos zu dieser App hier im Video, damit ihr das nochmal in Ruhe nachschauen könnt. Und was ihr tatsächlich auch nicht braucht, ist irgendeinen speziellen Lehrgang. Also diese App richtet sich nicht an medizinisches Fachpersonal oder dergleichen. Da kann jeder sich registrieren und mitmachen. Auch wenn wir natürlich immer empfehlen, regelmäßig Erste-Hilfe-Kurse zu belegen oder für unsere Sanitäterinnen und Sanitäter an unseren Fortbildungsmöglichkeiten teilzunehmen. Und das war's eigentlich schon. Also bleibt uns nur noch eigentlich eine Aufforderung oder zwei eigentlich. Herunterladen, reanimieren, das ist die erste Aufforderung. Und uns abonnieren und die Glocke drücken, das ist die zweite Aufforderung. Bis dahin. Tschüss.